Willkommen zurück zu SCP Containment Breach. Ich mache es wieder. Ich mache es nochmal. Ich habe mal geguckt, ich habe das Spiel bereits einmal let's played, und zwar war das am 26.10.2012. Da kam das letzte Video hoch von dem Spiel. Damals noch mit der Version 3.2. Jetzt ist ja inzwischen schon die aktuellste Version, ist jetzt die 6.5. Und da hat sich eine Menge geändert. Unter anderem auch ein neues Monster, glaube ich, oder vielleicht sogar neue Monster, ich weiß es nicht. Ich habe mal in der Changelist geguckt, unter anderem auch eine Menge Bugs, die gefixt worden sind. Und die zum Beispiel diese Fake Walls, diese schwarzen Wälle, also Mauern, die dort immer mal ganz plötzlich respawned sind. In dem Level, so dass man da durchgehen konnte, die sollen nun auch weg sein. Oder dass man zum Beispiel durch die Tür fällt. Das haben wir schon alles gehabt in dem letzten, beim ersten Durchlauf. Das waren insgesamt 6 Parts, die jeweils 30 bis 50 Minuten lang waren. Mal sehen, wie lange ich jetzt dran hänge. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen, was auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt darauf, was nun alles geändert worden ist. Zum Beispiel auch die mehrere Endings von Gate B oder also von vom Tor B. Irgendwie oder sowas. Options. Kann man nichts anstellen. Machen wir ein New Game und wollen auch mal wieder mal loslegen. Difficulty, Islet oder Keter? Ja, Islet. Wenn ich diese alten Parts gucke, ne, fühle ich mich so beschissen. Da habe ich immer gesagt, ich habe immer SCP-173 habe ich immer Islet genannt. Das heißt, dieses komische Vieh mit den großen Glubschaugen, was immer sich teleportiert, sobald man es mal nicht in den Augen hat, wenn man es nicht im Sichtfeld besitzt oder hat oder ansieht. Egal, wenn man blinzelt oder was, ihr wisst, was ich meine. Das Vieh habe ich immer Islet genannt, was in Wirklichkeit allerdings ja nur eine Einstufung ist, eine Kategorie. Islet ist einfach nur Bedrohung. Das Monster eingestuft wird. Islet ist einfach nur vorhersehbar. Ein Monster, was man vorhersehen kann, was man relativ noch ausweichen kann. Leicht. Keta heißt dann, dass dieses Monster richtig auf einen fixiert ist, was brutal auf einen zugeht oder angreifen will. Was aggressiv ist. Das ist Keta. Und Islet ist halt ein bisschen die etwas leichtere Einstufung. So, die Intro-Sequenz lassen wir einfach mal den Map-Seed. Das ist mal ganz lustig. Das fand ich bei Minecraft ja auch mal geil. Da mache ich mal meinen Namen. Mal sehen, was da kommt. Jetzt bin ich gespannt. 513. Da geht's schon mal los. Das kenne ich gar nicht. Ja, damit geht's schon mal los, wie gesagt. SCP-513 sagt mir schon mal nix. SCP-173, dieses komische Glubschaugenvieh. Dann haben wir da den schwarzen Knechten, wo ich jetzt wieder richtig schön Schiss habe. Weil ich habe ja echt Schwein gehabt beim ersten Durchlauf, weil, naja, da habe ich ihn ja relativ schnell eingefangen, ne, mit dem Femurbreaker. Das Laden dauert auf jeden Fall schon mal viel länger als beim ersten Mal. Also, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, damals, beim ersten Let's Play von dem Spiel, da war der locker fertig. Was geht denn jetzt ab? Oder er baut natürlich das Level jetzt erstmal auf, das dauert natürlich ein bisschen. So wie ein bisschen bei Minecraft, wenn man das erste Mal spielt, dann wird erstmal die Welt aufgebaut. Drücken Sie eine beliebige Taste. Oh! Oh! Ganz neu. Das Spiel geht ein bisschen zu langsam. Scheiße. Ich muss kurz neu starten, Leute. Ja, so geht's gut los. Ich kann ja schon mal speichern. Speichern? Wieso kann ich nicht speichern? Das war doch F1 damals, oder nicht? Ich kann weiterhin 2 Sachen tragen. Also insgesamt 10, meine ich. Oh, eine neue Musik wurde eingefügt. Ja, aber ich will abspeichern eigentlich. Also derselbe Seed, den ich eingegeben habe. Bis gleich, Leute. Jetzt! So, Leute, da bin ich wieder. Ich glaube, es hat sich aber nicht so viel geändert, oder? Naja, wie gesagt, ich spiele jetzt erstmal hier durch. Jedenfalls schon mal...
Please step out of the cell. Die hat mich schon mal verjagt. Ich will mal lesen, ja? Lass mich mal lesen. Was haben wir denn da? Secure Contain Protect. Schön übrigens, dass das Spiel weitergeht, obwohl ich hier gerade noch lese. This one must be retarded or something. Close the door and open the gas valves. Ey, du blöder Bastard. Ey, du Wichser. Ich will hier nur Zeitung lesen. Was habt ihr denn alle dagegen? Ihr seid doch alle scheiße. Das war der schnellste Tod überhaupt, weil die Penner noch nicht mal erlauben, mal was zu lesen. Oh, Mann, ey. Ich verstehe sowieso nicht, was er sagt, weil ich habe meinen Sound viel zu leise. Also, das könnt ihr hören, das werde ich dann hören, wenn ich mir das Video angucke, aber ich höre hier erstmal gar nichts. Ich hoffe, es ist nicht wichtig, was der Typ da mir quatscht. So werden Neulinge begrüßt, Leute. Gerade eingestellt und schon treten sie euch in den Arsch, indem sie eure Wohnung da, eure Butze mit Gas durchströmen lassen. Als gerade die Tür geöffnet ist, habe ich schon gedacht, dass da diese scheiß SCP-173 steht. Das sieht ja alles anders aus, was habe ich denn verpasst? Ich dachte, das sind jetzt die zwei Knechte, die jetzt wieder draufgehen und dann geht's los. Ich bin ja irgendwie ganz woanders oder so. Ich kann echt nicht speichern. So. D9341. Ich verstehe kein Wort, was da steht, also los geht's. I've got some work for you. Please step out of the cell. Just follow me. We're authorized to stehen da nochmal Zombies rum hier. So don't try anything stupid. Ich denke mal, ich soll ihnen folgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr werdet gleich drauf gehen. Mann, das ist richtig hell geworden hier. Was ist los? Habt ihr umgebaut oder was? Mann, als ich das letzte Mal hier war, war noch alles dunkel. Und schwarz und grau und... Ist ja richtig lebhaft geworden hier. Was jetzt? Ach, da haben wir ihn ja. Ey, wo habt ihr die Klamotten her? Kann ich die auch haben? Sentient and Violent. Gefühls... Ah, alles klar. Das kenne ich jetzt wieder. Das erkenne ich. So, wir sind also so drei Bauersleute hier, die... Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Ja, der Grund, warum sich das Vieh jetzt nicht bewegt, ist, weil meine zwei Leute es ja angucken. Dann kann ich ja weggucken. Dann passiert nichts, weil meine zwei Kumpels drauf gucken. SCP-173 for testing. Ja, was jetzt passiert, das weiß ich. Darum verpisse ich mich. Ich hoffe, ihr habt euer Testament geschrieben. Wenn ihr was so vererbt habt, dann gibt's mir. Na, Kumpel? Und schon beginnt unser Abenteuer. Kann ich jetzt speichern? Dankeschön. Geht der Hotkey nicht mehr, sag mal? F1 war das doch, oder nicht? So kann ich auf Pause drücken. Ach, F5? Wiedersehen. So, Leute, es geht los. Unsere Gasmaske wieder und wieder wahrscheinlich der SCP-173, genau. Mehr Geräusche, glaube ich. Unsere Batterie, allerdings nur eine diesmal. Und der Spaß beginnt.
Toiletten? Oh, ich muss mal, stimmt. Ich bin ja ein Junge, also... Oh, da war bereits jemand vor mir auf Toilette. Oh, ich glaube, da wurde gerade irgendwas getötet worden. Das Blut lief ja noch ein bisschen. Aber wenn das Blut ein bisschen zu dunkel ist. War das nicht auch ein SCP, diese Toilette? Seit 3.2 bereits? Ach, man kann gar nicht über ihn rumlaufen. Das ist jetzt schon wieder so ein Spiel, gerade so eine Situation, was ich im Spiel nicht ganz verstehe. Ich könnte jetzt eigentlich seine Waffe nehmen. Und ein paar Monster kalt machen. Aber das wäre wieder zu einfach. Ich dachte, dieser... Ich dachte eigentlich, dass die Toilette irgendwie so reden kann oder so. Das war doch bei 3.2, glaube ich, der Fall. Das war leider ein Raum, den ich leider nicht hatte. Natürlich haben es die Frauen wieder besser, ne? Weil hier keiner getötet worden ist. Kannst du reden? Kommt eh nur Scheiße raus wahrscheinlich. Ja, also ich habe eigentlich vor dem Spiel nicht so viel Angst. Das Einzige, was mir halt im Spiel so richtig ankotzt, ist der schwarze Typ. Oder dieser Raum, der sieht mir auch nicht so ganz geheuer aus. Helm! Genau den Typen meine ich. Ich glaube, das soll Rost sein oder sowas. Den muss man mit rostfreien Edelstahl mal... Rostschutz mal einsprühen. Ich habe mich gerade ganz komisch bewegt, obwohl ich... Naja. Hör zu. Der Raum ist ganz schön, weil hier ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Ah, das war ein Raum übrigens hier gerade. Genau. Da muss ich ganz kurz mal auf Pause drücken. Das war übrigens ein Raum, den ich auch bereits bei dem ersten Durchlauf schon drin hatte, den ich euch aber nicht gezeigt habe. Der Grund ist einfach, weil ich ja mit dem ersten Durchlauf aufgehört habe, weil es dort noch keine Endings gegeben hat. Und ich war ja der Meinung, dass wir überall waren. Allerdings... war ich trotzdem nochmal neugierig und habe so eine Woche, nachdem ich mein Projekt abgeschlossen hatte, nochmal diesen Spielstand geladen und dann wirklich nochmal überall durchgegangen und ich hatte diesen Raum tatsächlich sogar. Das war relativ sogar noch am Anfang beim Computerraum, wo ich beim ersten Mal drin war. Der Map sieht es aber nicht dasselbe wie damals, oder? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Das wäre sonst scheiße. Sonst wüsste ich ja, wie der Raum, das Level aufgebaut ist. Und als ich hier dann das erste Mal drin war, war es ganz komisch, weil ich könnte schwören, dass unten links oder so, am Bildrand teilweise manchmal, immer so ein Monster zu sehen war oder so. Und ich mich manchmal total erschreckt habe. Aber ich konnte es wirklich nicht so sehen, weil es in einer Sekunde wieder weg war. Ein Bruchteil von einer Sekunde. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Und selbst als ich den Raum verlassen habe, habe ich wirklich immer noch so manchmal so ein komisches Gesicht gesehen oder so. Darum habe ich jetzt wirklich Schiss, mich so ganz schnell umzudrehen oder so. Aber ich meine, jetzt nehme ich das ja auf, ne? Darum, ihr könnt dann auf Pause drücken oder ich werde das dann auch machen, wenn ich jetzt nochmal dieses scheiß Gesicht sehe. Ah, das Monster ist ausgebrochen, ne? Oder so. Oder unsichtbar, oder... Was steht denn da? Es ist empfindungsfähig, das war's aber auch. Es kann mich zwar spüren, aber... es ist nicht... gewalttätig oder so. Gute Laune hat das Vieh halt. Wuhu! Da liegt nichts drin. Das war ein Diss. 37.2, da haben wir's ja. Vielleicht steht da ja was Nützliches drin.
Ist to be contained in the cell, bla bla bla. 5x4 Meter. Mit Plexiglas. That all personnel should watch for any brief flickering movements in the corner of their eyes. Zwei Meter lang? 45 Kilo? Mit einem langen, dünnen Körper. So ein bisschen wie der Enderman aus Minecraft. Ist abnormal flexibel. Und the limbs are... Ja, ist vielleicht das Vieh, was ich da im Intro gesehen habe. Ich habe ja die Seite, wo man das Spiel herkriegt, verlinkt in der Beschreibung. Und da ist ja ein kleines Intro-Video, was 1 Minute und 7 Sekunden geht. Schade. Scheint das ein Bug gewesen zu sein oder so, weil manchmal habe ich wirklich so ein Sekunde kurz so einen Kopf gehabt unten links oder so, der mich angeguckt hat oder ich war richtig paranormal bereit drauf, ich weiß es nicht. Ist das nicht so ein Raum, wo der SCP-173 ganz gerne respawnt? Ich glaube ja, ne? PC-Raum ist immer gut. Hier ist eigentlich keine Gefahr, glaube ich. Da haben wir schon mal unseren Navigator. Schon mal ganz gut, dann können wir uns ein Ultimate machen, sobald wir den Safe gefunden haben. Ach, 106, so hieß der ja, genau. Level 2. Dr. Gears, der Superoffizier hier, der wahrscheinlich auch inzwischen krass gebissen hat. Es ist glaub... Das war's! Da war wieder irgendwas! Oder bin ich jetzt bekloppt? Da war doch gerade irgendwas! Ich glaube, so ungefähr sah das auch aus. Dass es da irgendwie an meinem Bildschirm rumgesprungen ist oder sowas. Da hat jemand sein Spiel... Was? What the hell? Is this place? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich habe versucht, dich zu warnen. Es war ein bla bla bla. Ist mein Headset überhaupt an? Ja. Achso. Genau dieses schwarze komische Vieh, was da rumgesprungen ist, das kam bei mir auch dann, als ich den Raum betreten habe, das erste Mal von dem SCP-573 oder was das war, der empfindungsfähig ist. Ist das irgendwie so ein komisches Tarzan-Vieh, was mir folgt, sobald ich es befreit habe, oder was? Die Räume sind auch schön. Ich glaube, das hört irgendwann auf. Eine gelbe Gummiente. Ihr verarscht mich doch. Was das denn? Hat das einen Zweck? Ja. Jetzt dürfte, denke ich mal, wieder dieser Kameraraum kommen. Cool, ich bin jetzt schon bei dem Ding, ey. Da, da, da. Ich weiß noch, als der schwarze Typ hier erschienen ist. Der schwarze Knecht.
Aber ruhig, es ist Ruhe. Da können wir jetzt mal gleich unseren Ultimate machen. Da da da. Dum, ba, dum. Das war fein, ne? Oder sowas. Und zack! Dum, ba, ba, ba. Ba, dum. Ba, dum. Was habe ich denn eingesammelt? First Aid Kit? Lol. Dab, da, dab. Hab ich was Falsches gemacht? Dann mach ich halt very fine. Gibt's ja keinen schnellen Vorlauf, ey. Das dauert mir zu lange. Ah! Coole Sache! Der geht unter anderem jetzt auch ohne unendlich mit unendlich Saft, also brauche ich die scheiß Batterie gar nicht mehr. Schade, dass ich das irgendwie nicht nach unten rechts verschieben kann, sodass es die ganze Zeit sichtbar ist. So, hier jetzt mal da drauf zu drücken, ist auch nervig. Dann unsere Karte natürlich. Das war aber fein, glaube ich. Ihr könnt euch das natürlich wieder selber downloaden und einmal selber selber euch gruseln. Level 3. Ups, jetzt habe ich meinen. Ah. Gut, dass sie das noch gelassen haben hier. Wäre sonst scheiße, wenn ich hier irgendwie irgendwelche Zutaten bräuchte, um hier die Sachen zu punchen. Zu verbessern. Für diejenigen, die jetzt kein Call of Duty kennen. Level 4. Ich bin aber etwas Besseres, ja? Also will ich eine größere Karte haben. Level 2 ist mir zu billig. Zu lame. Jetzt kommt das Monster. Bleh! Level 5. Jetzt kommt die Omni noch. Was auch immer das heißen soll. Dann geht's ab. Dann können wir schon überall hin, wo wir wollen. Denke ich mal. Ich meine, es gibt ja auch später noch eine Level 5 Karte, also. Tap. Omni. So, First Aid Kit, Ultimate. Damit haben wir, denke ich mal, schon mal alles. Speichern. Zwinkern, blinzeln und ab geht's. Kuhu. So, Gummientchen. Vielleicht ein guter Wegweiser. Bin ich hergekommen? Nö. Ist aber ein guter Raum, wenn man vor dem SP-106 flüchten will. Rennt man hier mal schnell durch. Bin ich hier nicht hergekommen? Bis jetzt habe ich mich immer noch nicht erschrocken. Zweimal derselbe Raum. Ah, den Raum kennen wir doch. Tschüss.
Was? Sackgasse? Habe ich eine Tür nicht gesehen? Ich könnte schwören, jetzt geht's nicht mehr weiter. Habe ich eine Tür irgendwie vergessen? What the hell, wie schnell hat er sich gerade teleportiert? Zack, 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 zack. Ich weiß noch, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Oh Mann. Nicht schlecht, ne? Dann weiß ich sofort, ob er in dem Raum ist oder nicht. Eine Quietschente wird hier nicht angezeigt. Hm. Was war denn das für ein Geräusch? Na du? Na? Ich kann mich ja... Da ist der Safe. Leute! Sag mir, jetzt geht's nicht mehr weiter, oder was? Hier war unser Tarzan drin. Der auch mal hier rumgejumpt ist. Irgendwie Appy Lappy, der Junge. Hast du die scheiß Tür auf, Mensch? Ja, aber es geht ja schon mal gut los. Nein! 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 ...106 ist der schwarze Wichser. Nein! Oh oh, ich glaube, der ist da hinten irgendwo. Na los, legen wir uns mal mit ihm an. Er kommt näher, ja. Jetzt wird er wieder größer, der Kreis. Ah, interessant. Und hier ist er auch weg. Der ist da hinten irgendwo. Ja los, komm her, Junge! Darum oder was? Hä, ist ja komisch. Jetzt fängt das Viech schon an zu schreien. Ja, hä? Wie jetzt? Es geht nicht mehr weiter? War da schon wieder irgendwas gerade? Es geht nicht mehr weiter? Ich kann auf meinen Navigator... Achso.
Da passiert auch nichts. Da kann ich nicht rein. Ich bin in einer Sackgasse. Ich kann ja auf meinen Navigator gucken. Hier, da sieht man nirgendwo meine Abzweigung. Die scheiß Gummiente bringt Pech. Da drin ist das, die Maschine zum Verbessern. Da guckt euch das an. Das ist alles eine Sackgasse. Oh, oh. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber er war da. Da! Und da ist auch eine Sackgasse, da geht's auch nicht weiter. Leute. Gebt niemals meinen Namen als Seed ein. Denn das war's. Cool. Das ist ein kurzes Let's Play hier. Da war da schon wieder irgendwas Schwarzes gerade. Irgendein Schatten. Hier in der Ecke. Da. Ja, das, genau das meinte ich halt mit diesem... Sobald ihr in diesem Raum da reingeht und das verlässt, kommen irgendwelche schwarzen Gestalten auf euch zu oder so. Ja, und da geht's zu dem roten Raum wieder. Zur Sackgasse. Da ist der rote Raum. Ich will es irgendwie nicht so wahrhaben, ne? Ich würde mal sagen, das war's. Kann ich neu starten. Ich gebe niemals mehr meinen Namen als ein Seed ein. Ja, da war der SCP-072. Glaube ich zumindest, dass das seine Nummer war. Der Computer. Ja, damit ist die halbe Stunde um, Leute. Und dann war es das sowieso mit dem ersten Part. Ja, der zweite Part wird dann auch so damit starten, dass ich das Spiel neu anfange. Super geil, muss ich schon sagen. Moment mal, nee, ich bin so bekloppt. Da ist eine Leiter, wo es runtergeht. Oh, ey, ich bin so. Ja, ja, ich sehe dich, du Wichser. Der ist gerade direkt vor meiner Nase respawned. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist er noch da? Der ist irgendwo ganz dicht bei mir. Ich glaube, ich versuche ihn erstmal hier rauszulocken.
Jetzt habe ich das Gefühl, dass dieses schwarze Vieh wiederkommt. Mal hoffen, dass ich ihn jetzt da draußen hab. Ah! Ja, er ist weg. Ist er jetzt immer noch weg? Ey, das ist doch schwul, er ist halt wieder da. Oh oh! Voll verglitscht, Junge! Er hängt im Boot drin. Alter! Such dir ein Hobby! Der fliegt in der Luft. Voll verglitscht irgendwie. Der ist falsch respawned. Ich höre ihn, immer wenn er sich teleportieren, hört man das. Ich glaube, jetzt ist er wieder auf dem Boden. Pluck. Pluck, 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 pluck. Immer wenn er sich teleportiert, hört man das. Aber er scheint wohl Probleme haben, hier Treppen hochzulaufen. Ah toll, jetzt muss ich da unten mit dem da irgendwie rumspielen und versuchen, ihn irgendwie... Kacke, ey. Vor allem, wenn ich ihn jetzt nicht sehe, das ist das Problem. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich sehe es, komm, der jagt mir gleich einen richtig Schreck ein. Wo ist der hinne? War er da gerade? Oh, du Hans-Junge, komm her. Ich will wenigstens sehen, wo er ist. Wo ist er denn? Ich will wenigstens ungefähr wissen, wo er gerade steht. Ist er wieder... Ich glaube, der ist direkt unter mir. Och Mann, ey. Kein Bock, dass er ganz plötzlich hinter mir steht. Ja, jedenfalls, das war erstmal Part 1. Jetzt ist sowieso nur eine halbe Stunde locker um und darum, safe. Sehen wir uns dann in Part Nummer 2 weiter. Also, bis demnächst. Sehen, was die neue Version noch so alles bereithält.